So da hätten nur die Insekten Sex haben müssen neben dem Bett. Ja, im Ausgeflippt. Du sagst es. Hallihallo und herzlich willkommen bei Trash Course mit meiner lieben Kollegin Tessa, meinem lieben Kollegen Martin. Und ich bin auch wieder fit wie ein Turnschuh und wir besprechen jetzt Kampf der Reality Stars Folge 6. Jelis und Malkiel ziehen ein. Aufregend. Super aufregend. Ich war ganz aufregend. Ich war überrascht, dass es nicht schon wieder hieß, oh Gott, Desiree kommt. Desiree kommt sofort, weil bei ihm haben ja auch alle gleich gefragt, da ist ein Schirm dabei. Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Und irgendwer, Nina Christine, hatte sich richtig gefreut, ne, dass er kommt. Genau. Weil sie endlich wieder eine Bezugsperson jetzt hat. Und vorher war sie auch echt traurig und hat dort gesessen und geflennt. Am Steg, alleine und war so wie, es kam auch keiner zu mir. Ja, aber auch so wirklich, gar keiner. Niemand. Einer. Und ich habe so gedacht, aus diesem Heulkrampf kommt sie heute gar nicht mehr raus. Okay. Das heißt, für mich war es so ein bisschen, die wusste, ihre Zeit tickt. Sie wird nicht mehr lange da bleiben. Ich muss noch mal kurz so einen Moment hinlegen. Weil sie irgendwie, für mich ist sie aus dieser Zeit, wo viel so geheult wurde, so ex... Dramamäßig? Ja, so besonders extrem. Mhm. Das noch mal ausgelegt. Dann kommt ihr Kumpel und ich war gleich ein bisschen bedient. Ich hätte ihn gleich wieder zurückschicken können, hat mir keinen Spaß gemacht. Naja, es hat dir gar nicht gefallen. Naja, mag ich ihn nicht. Erstens habe ich noch nie was von ihm gehört. Er macht nur Name-Dropping am Anfang, um sich irgendwie selber zu beweisen, warum er jetzt da an diesen Strand gehört. Da dachte ich dann, naja, gut, okay, er wird schon selber wissen, dass er nie wirklich bei den Normalos bekannt ist wahrscheinlich. Aber ja, ich bin ein bisschen auch bei Martin. Das war mir so ein bisschen zu... Ich weiß auch nicht, also es war gar keine Bereicherung. Ich wusste, da kommt jetzt einfach nur so ein Bündel sinnloser Stress, der auch keinen Spaß macht. So kam es mir ein bisschen vor den Moment. Ich musste einfach nur lachen, weil er ja nach diesem Name-Dropping gemeint hat, das sind alles Menschen, die ich berate, weil er legt ja Tarotkarten. Und ich denke so, das ist eine Beratung, das ist eine Abzocke. Und ich finde auch gut, wie Nina Christine da als Beispiel erzählt hat, er hat mir gesagt, mein Ex betrügt mich seit anderthalb Jahren mit einer rothaarigen. Hast du es rausgefunden? Nee, aber ich glaube es ihm. Aber ich bin mir sehr sicher. Okay. Also ich habe auch gedacht, oh nein, so viel Drama vorprogrammiert, ohne was dahinter. Und ich habe gedacht, kommen die Karten jetzt irgendwo? Fliegen die gleich auf den Tisch und die werden erstmal allen gelegt? Gott sei Dank haben die nicht stattgefunden. Auf jeden Fall möchte er sein Alter nicht verraten. Und ich denke mir so, Michael, keiner schätzt dich mehr auf Mitte 30. Also es tut mir wirklich leid. Zwischendurch stand da 24, ne? Zwischendurch stand 72 auch. Da hast du mich so gelacht. Ja, ich fand es ja so geil. Ja, naja, gut. Also Christine bricht direkt in Tränen aus. Endlich ist wieder eine Bezugsperson da. Trotzdem dachte ich so, Girl, deine Zeit ist auserzählt. Und sie will unbedingt stattfinden und tut nichts dafür. Naja, sie hatte alles gegeben. Sie denkt, das reicht. Weil sie kann auch nur das. Aber es ist halt einfach nicht mehr spannend hier, so einen auf It-Girl zu machen. Das ist so durch. Das kommt ja durch. Danach kommt direkt Jelis und diesmal freut sich Elena total, denn ihre Bezugsperson, wie hieße? Sissy. Richtig, ist ja letzte Woche rausgeflogen. Zack, Jelis kommt. Jelis auch schon, ich heul schon, wenn ich dich sehe, seit dem Sommerhaus. So. Hatte ich aber irgendwie vergessen. Und ich auch. Jelis komplett anders. Achso, nee, aber ich konnte mich gar nicht mehr erinnern an die Kombination, dass die dort irgendwie auch in Kontakt standen, aber den Eindruck, den man von Elena aus dem Sommerhaus hat, der ist ja anders, durch andere Sachen dominiert, sage ich mal. Ich hatte Jelis komplett anders eingeordnet. Ich war überrascht über die Stimme. Ging mir aber auch so. Und dann dachte ich, ich habe sie doch aber schon... Ich hätte sie nicht erkannt, nur ihre Stimme. Ich habe sie ja in den Stories auch schon reden hören. Ja. Und dann dachte ich, okay, ja, das verbindet sich in meinem Kopf. Aber so wie sie da saß und so diese Ruhe, hat mich auch kurz überrascht. Nee, also so ging es mir überhaupt gar nicht. Ja. Ich hatte alles noch vom Sommerhaus im Kopf mit Johannes, wie sie in Willi Herren eine Bezugsperson gesucht hatte, weil sie auf jeden Fall auch ein paar Daddy-Issues hat. Und ich war... Sind Daddy-Issues nicht eigentlich immer sexuell gesehen? Ich dachte eigentlich schon. Naja, auf jeden Fall sucht sie immer so ein bisschen eine Vaterfigur. Also ist ja auch egal. Oder eben, nee, die Folge oder die Staffel kann man ja nicht mehr nachgucken, Sommerhaus, wegen Michael Wendler, meine ich. Würde ich wurde auch sagen, hatten wir letztens irgendwo rausgefunden. Genau, und ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich ja zuletzt die Ochsenknecht
Doku sozusagen auf Sky geguckt habe. Und da kam ja Jelis natürlich nie so weg. Aber das war ja einseitige Berichterstattung. Jetzt haben wir die andere Seite. Jetzt haben wir auch noch mal wirklich viele Details, wo ich auch gleich gedacht habe, sagt man das jetzt hier so, ja, dass ging mir auch so. Er, also dass er Schulden hat. Das, und das war sie, aber auch in der Doku schon. Aber dass er sie auch seinen Flug dahin bezahlt hat, dass er aufs Kind aufpasst. Also erstmal muss ich mal diese Kind-Thematik noch mal kurz hochholen. Die hat ja zu diesem Zeitpunkt frisch entbunden, so ungefähr. Wie lange war das daher? 2 Monate? 3 Monate, glaube ich. Das heißt ja, sie muss mitten im Casting hochschwanger gewesen sein. Also welche Intention hast du, hochschwanger dich für ein Format zu bewerben, wo du weißt, das findet direkt nach der Entbindung statt? Ash. Funktioniert Ashes. Funktioniert ja. Das hier noch? Oh, das wäre so geil gewesen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Naja, aber sie hat ja gesagt, sie hat alles selber bezahlt. Da musste wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld reinkommen. Ja. Aber ich fand es auch ein bisschen komisch, da gleich drüber zu sprechen. Sie wurde zwar angesprochen von Ronald, meine ich, ja. Wie das da jetzt war mit dem Jimmy und so, aber es hat sich für mich auch irgendwie ein bisschen fehl am Platz angefühlt. Weil das so schnell kam, ja. Ich dachte, komm da erstmal an, hast du da überhaupt deinen Koffer schon ausgepackt? Und Ronald kam mir auch gar nicht klar, der Gast, sie heißt jetzt auch Elena, dann auch gleich wieder angefasst hier so rein und sie, der ist ja ein bisschen touchy, aber aktuell noch sympathisch. Und ich dachte so, geht noch auf der Ebene. Nee, auf keinen Fall. Drüber. Paco und Yassi haben mit den Koffern geholfen und da hat Jelis schon mal überhaupt gar keine Pluspunkte gesammelt. Denn es ging auch so, die hat noch nicht mal hintergeguckt. Nicht mal Danke gesagt. Nicht mal einen Satz hat sie verloren. Gar nichts. Und dann hat sie aber... So, dachte ich noch so, also wird wohl nächste Woche hoffentlich noch Nick geflirtet mit Paco. Ach, naja. Als ob. Sie hat aber auch in einem Interview mal irgendwann was gesagt, von wegen, Danke sagen kann man ja schon, wo ich dachte, das hast du aber auch selber nicht getan. Naja, man kann es war wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, wenn man da ankommt. Ja, aber was halten wir jetzt von ihr? Also ich bin immer noch total unschlüssig, weil auch als die Doku rauskam da von den Ochsenknechts, hat sie dann den Podcast mit ihrer Schwester veröffentlicht und irgendwie, also die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer dazwischen, aber das ist so ganz, ich bin super unschlüssig. Ich finde sie sehr neutral, weil sie leistet gar keinen Beitrag irgendwie für Unterhaltung oder so. Sie ist halt da, passt super in den Bereich rein, also in die Fernsehunterhaltung. Aber eigenständig bringt sie nichts mit. Sie funktioniert nur in Kombination mit jemand anders, finde ich. Ja. Kommen wir zum Tabu-Spiel. Tabumi! Oder wer hat es gesagt? Elena, ich weiß es gar nicht mehr. Und da fand ich ganz komisch, dass Jelis vor dem Spiel, oder ich weiß nicht, ob das eine spätere Sequenz war, schon über Paco befragt wurde. Und da ging es schon so los. Ja, ich finde ihn schon ganz cute und sexy. Mhm. Und ich finde das auch mit dem Bauch, finde ich sogar richtig super. Und da dachte ich schon so, die Produktion hat da hier schon wieder ihre Finger im Spiel. Das soll doch jetzt schon genauso anfangen, dass es so eine kleine Liebessession gibt, oder? Natürlich. Ja, das hat sich aber auch, ich hätte gleich gedacht, so wie du es gerade gesagt hast, dass es eine spätere Szene ist, die sie reingeschnitten haben, damit man schon so langsam vorbereitet wird, dass da bald was kommt. Weil sie haben es ja auch schon groß angeteasert. Ja. Es ist ja null Geheimnis. Ja, ja. Wir wissen ja, was dort kommt. Die Zwillinge denken bei Harz und Herzlich an Schokolade. Ich habe gar nicht verstanden. Also ich habe es auch nur gecheckt, weil ich habe versucht, was meinen sie? Ich komme auf nichts, worauf die hinaus wollten. Ich weiß nicht, ob sie dachten, man muss es rückwärts lesen, dass sie dann sagen Harz und dann, dass das für die so wie zart klang und dann, also ich weiß. Aber waren sich zu zweit halt auch schon wieder einig. Und dann aber so auf dem falschen Richard. Und alle da so, was meinst du? Ich verstehe es nicht. Aber sonst haben die sich sehr gut angestellt. Alle anderen haben sich sehr, sehr gut angestellt. Aber es kommt schon zum nächsten Eklat. Martin Wernicke ist sauer, richtig sauer. Es gibt nur ein Klo. Ja. Also das kam für mich wie aus dem Nichts, muss ich jetzt mal sagen. Also dass sie denkt, okay, hier, ihr habt das Klo benutzt, jetzt wird das hier mal zugemacht, okay. Aber sein Ausraster da, wir sind hier seit 13 Tagen, haben die gleichen Klamotten an und teilen uns ein Klo. Wenn ich hier krank werde, wenn ich mir was einfange, dann seid ihr aber dran. Also dann gibt's eine Anklage. Und er hat sich ja nicht mehr beruhigt. Nee, war auch zu affig dann. Ich habe auch aufgeschrieben, der ist einfach durch. Der war einfach am Maximum nervlich, glaube ich. Aber wie kann das sein, der ist seit 3 Tagen da? Ja. Dieser Mensch ist seit 3 Tagen da. Hat er sich auch von dem Poesiealbum ein bisschen mehr erhofft, dass es ihm mehr Kraft gibt. Ich glaube, das hat er nicht bekommen. Da hätte sonst sowas kommen können, da hätte nur eine Fliege fliegen können und der hätte zur Produktion. Da hätten nur die Insekten Sex haben müssen neben dem Bett. Ja, ausgeflippt. Du sagst es. Der war einfach durch und hat dann auch
wahrscheinlich diese frische Unterhose gebraucht. Von Malkiel. War dann ja auch frisch geduscht und dann dachte man, jetzt kann er sich ja mal beruhigen. Nein, nee. Der überhaupt nicht ein, denn als Strafe steht ein Partymarathon an, zum schlimmsten Lied der ganzen Welt. Alle müssen auf der Tanzfläche sein, bevor es... Ist der Titelsong von der Sendung? Findest du das schlimmste Lied? Ich find's auch schlimm. They wanna play fame game. Ich habe keine Kopfstimme mehr, Leute. Aber mehr. Hattest du, sonst hat sie es immer. Sonst trellert die uns hier Songs, ihr glaubt's nicht. Auf jeden Fall scheißt Martin drauf, macht sich erstmal ein Getränk. Alle Ronald, sind ja schon auf der Tanzfläche. Hat, und dann ist mich schon Gott. Was hat denn Ronald für ein Gewand? Also jetzt müsst ihr mir mal sagen. Wirklich sechs Touristen-Outfit. Ob das, ich habe es gesehen, ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Ich hoffe, wir haben jetzt hier kurz einen Safe Space kreiert, weil für mich sah er aus wie ein Mann, der irgendwo aus dem Krankenhaus ausgebrochen ist. Und der Martin Wernicke hat ihn jetzt wieder eingefangen und bringt ihn jetzt zurück auf Station. Mit diesem langen weißen Gewand, so wie er aussah. Aber es stellte sich heraus, dass sie einfach neue Klamotten bekommen haben von denen, die vorher irgendwie mit angekommen sind. Und ich glaube auch selbst Larissa. Deswegen hatte der dieses so ein Kleid an. Ja, weil mein Kind trägt ja auch immer nur so bodenlang Maxi-Kleider. Oh, da musste er ihn ja da quasi aus der Küche rauszerren auf die Tanzfläche. Jetzt tanzte mal kurz, er so. So, jetzt kann ich wieder zurück. Aber es ist auch richtig die Scheißaufgabe. Es hat erstmal eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja, ich dachte auch so, worum es da jetzt geht. Ich dachte, die müssen einmal, bis alle getanzt haben. Aber nee, der Song kommt einfach nochmal. Ein Party-Marathon. Also es kam ab und zu immer nochmal das Geräusch oder das Lied, dass sie wieder über die Treppen rennen mussten. Auf jeden Fall. Martin weint trotzdem noch weiter, hat sich noch nicht so richtig eingefangen. Und Jelis schnappt sich, nee, Quatsch. Yasin schnappt sich mal Kiel und sagt, du, hier, die Twins, die will ich safen. Finde ich ja eigentlich so süß, ne, dass der da plötzlich so eine Connection zu denen aufgebaut hat. Ich meine, wir haben letzte Folge haben wir es ja schon gesehen, hat sie getröstet und selber geweint, da warst du nicht da. Fandst du sicherlich auch sehr süß. Ja. Ich habe hier eine Träne. Wirklich ein Cutie, aber ich habe es trotzdem nicht gesehen, wie das zustande gekommen ist, so diese Connection, die die haben. Und er war ja schon gut besoffen, ne? Und er... Malki steckt es Nina Christine und sie war ja sofort wieder auf 180. Die neue Christine ist jetzt da. Die alte von vor zwei Wochen gibt es nicht mehr. Die war genauso uninteressant wie die alte. Also ich dachte auch so, Nina Christine, wie sie denkt, dass die neue Christine ist. Nina Christine. Hör auf. Bam, bam, bam. Und wie die Zuschauer Elena so die... Elena hat mir geholfen, wie das geht. Und was. Ja, also, und wie die Zuschauer die neue Nina Christine wahrnehmen, so... Langweilig halt. Mhm. Ja, sie ihn auch so... Wie sie ihn ja konfrontiert in diesem Interviewraum und dann sagt, der war komplett überfordert mit mir. So, nee, der war komplett überfordert mit seinem Alkoholpegel. Ja, er war so, der muss ganz besoffen sein. Blick so, ich check's gerade gar nicht, was hier abgeht. Ich hab's in seiner eigenen Story gesehen, wo er auch gefragt hat, was denkt ihr, wie viel Promille ich hatte? Hat er gesagt? Unter oder über 2,0 oder so. Und der war ja der war fertig. Lange nicht so durchgesehen. Ja. Haben die dort wirklich eigentlich grenzenlos Alkohol? Das Weil frage sonst ich mich auch. Ist es immer irgendwie sagen wir mal, ist nicht, die haben nicht immer zur freien Verfügung alles, oder? Doch, ich glaube schon. Aber wir haben auch noch nie in irgendeiner Show irgendwas gehört von wegen, der Alkohol ist alle, bringt mal Nachschub. Die haben immer genug. Ja, aber ich dachte, zum Beispiel bei Island Love Island oder so gibt es weniger. Da dürfen die nicht so viel trinken. Bei Temptation Island, bei Love Island gibt es keinen Alkohol im Haus, sondern die kriegen das dann zu Partys. So. Deswegen sind da auch manchmal so Kommentare, heute ist sogar 3 Flaschen Sekt. Ah. Mhm. Temptation Island wird auch... immer bis zum Get-No gesoffen, aber dort wurde auch schon nachbestellt. Oh. Und KDRS auf jeden Fall auch for free. Es gab dann noch ein Spiel, nachdem Martin Wernicke sich entschuldigt hat. Es war sinnlos, kann man jetzt überspringen. Paco hat ihn kurz eingenordet. Ja. Und dann gab es dieses Wand der Wahrheit-Bums wieder. Bin ich raus, verstehe ich nicht. Umdrehen, was genauso wenig Sinn macht. Und am Ende ist der die Arschkarte gezogen hat, Malkiel. Und er taucht jetzt als Kathi Hummels auf. Und dann will der dort ein Drama machen. Unangenehm. Kurz mal schreien, so, warum denn auch immer gleich ausziehen? Unangenehm. Und vor allem halt dieses... Und ich habe auch gedacht, mach bitte mal. Ja, genau das wollte ich jetzt sagen. Hier, dann da mach ist die es Tür. Jetzt. Dann musst du es endlich jetzt auch Nimm mal durchziehen. Hoch bei der Stufe. Schön noch gestolpert ist er doch noch. Ja, geil. Aber dann halt wieder so, ja, ich ziehe jetzt aus. Und 3 Sekunden später, na gut, dann bleibe ich halt. Ja. Wenn ihr unbedingt wollt, dann bleibe ich halt nur für euch. Martin auch so, du bist jetzt schon so eine Bereicherung hier für diese Geht Gruppe. So. Ich dachte so, wann denn, wo denn? Aber ich weiß auch nicht, ob wir einfach jetzt uns mal so... ganz eigenartig einig sind mit ihm, dass wir ihn einfach nicht mögen. Der wird ja auch Fans haben. Er muss ja irgendwie Fans also, haben. Also,
ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag. Mir ist er nur so gleichgültig aktuell da drin. Also ich weiß nicht so. Ja, und ich mag das nie, wenn Leute sich schon... Bei Rich Dana ist es sympathisch, dass sie denkt, ey, wisst ihr eigentlich, was ich für eine geile Alte bin? Mhm. So, obwohl man die auch nie wirklich kannte vorher. Ja. So. Aber sie hat 2 Millionen Follower bei Insta. Ja, und er ist so... Aber ich glaube, die Allgemeinheit kannte sie trotzdem nicht so wirklich. Und er ist halt auch so, genau, voll bei mir unterm Radar und will sich hier präsentieren, als wäre der absolute King. Und hat halt auch so, wie du schon meintest, noch so die alte Attitüde an so Zickereien und so, was irgendwie so durchgespielt ist seit 20 Jahren. Genau. So, wo man jetzt gerade merkt, das passt nicht mehr. Ja. Wir brauchen eher die jugendliche, frische Energie und nicht mehr dieses Dievenhafte. Ja. Das will eigentlich keiner mehr sehen. Ja, und wenn, dann darf es nur Daisy Renick. Ja, na klar, die richtig Alteingesessenen. Ja. Aber Nina Christine zählt ja fast noch zur Jugend im Gegensatz zu Daisy Renick. Nee, Altersshaming wollen wir nicht machen. Auf jeden Fall, ja, sie müssen auch nachts dort noch aufstehen. Yasin auch so. Oh nee, das war so süß. Welcher Planet? Das fand ich so süß. Ja. Und wie er dann aber auch so, also er war so verwirrt und dann sofort, als er es gecheckt hat, ach so, ja klar, ich stehe auf, na klar. Ja. Und dann aber alle so, oh, fuck. Wie ging es weiter? Ich weiß es nicht mehr. Safety-Spiel. Nachdem sie die Nacht überstanden haben. Ja, die haben vorher noch ihre Koffer wiederbekommen. Stimmt. Dann geht schon ein bisschen der Flirt mit Jelis los. Paco sagt so, ja, Koffer wieder da, das alles da, Traumfrau da. Wo das herkam und plötzlich? Ich so hier auf der Couch. Ach, Traumfrau sind wir jetzt. Ach Mensch. Traumfrau schon. Hat auch gleich bestimmt eine böse Nachricht geschrieben an ihn. Paco, echt, jetzt hab's gesehen. Okay, Schluss. Ja, Spiel. Safety-Spiel. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Stadt, Land, Fluss. Ach ja, dieses, die mehrere Länder erraten. Stadt, Land, Promi oder so hieß das. Ja, Stadt, Land, Quiz, glaube ich. Und was war das letzte? Alter raten. Alter schätzen, genau. Stimmt, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Weil es war inhaltlich spannend zu hören, was bei rauskommt. Aber ich habe schon wieder nicht ganz durchgesehen mit den 2 Teams, wer jetzt wie, wann, welche Punkte bekommt. Ach, das war am Ende, hat einfach nur Nina Christine wieder ein Riesendrama draus gemacht. Und war aber auch, warum waren es denn nach einer Sekunde nur auf einmal nur noch Nina Christine gegen Elena und der Rest war egal? So. Ja, keine Ahnung. Bei den Punkten, weil die anderen hätten die Punkte irgendwie nicht mehr aufholen können. Das habe ich auch wirklich 0,0 verstanden. Ich fand es ganz interessant zu wissen, dass Ernesto Monte Fußballprofi in der Türkei war. Ich auch. Also es war nicht interessant zu wissen, es war bloß einfach, ich wusste es nicht. Ja. Ich habe diesen Fakt in meinem Leben nicht gebraucht. Das ist auch sowas, das würde man nicht denken. Ja, kann damit nichts anfangen, aber krass. Und was uns letzte Woche auch schon geschrieben wurde oder vor 2 Wochen, was mir diese Folge extrem aufgefallen ist, Ronald immer mit diesem Tuch über der Schulter. Schweiz? Der hat immer ein Tuch über der Schulter. Ja, er ist ein älterer Mann, er braucht das vielleicht, um kurz ein bisschen abzufrischen. Das ist auch nicht zieht hier im Nacken. Na, ich will jetzt nicht so richtig. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Auf der Höhe ist auch anderer Wind, musst du beachten. Wer hatte denn gewonnen? Elena, ne? Mhm. Elena hat sich gesaved, Nina hat das gar nicht gefallen und Elena wiederum hat das nicht gefallen, dass es Nina nicht gefallen hat. Also ja, dann hat Nina noch kurz versucht, Schäfer Heinrich mit reinzuziehen und hat gesagt, hier. Ja, stimmt. Siehst jetzt schon, wer so alles auf deiner Seite ist, ne? Nämlich nur ich. Mhm. Komm. Wer dich unterstützt. Hat er sich aber gar nicht angenommen. Nö, ne? Fand ich super. Und ich fand auch, zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, das ist hier ein ganz schön problemfreies Geschehen mit Schäfer Heinrich. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen älterer Pflegefall, der dort eingezogen ist. Aber der ist ja integriert in diese Gruppe. Da liegt der Fokus nicht mehr auf ihm. Der macht alles mit, ohne mit der Wimper zu zucken. Der ist nicht mehr gebrechlich, wie er mir am Anfang irgendwie vorkam. Der ist ja, es macht ja, ist ja eine Bereicherung. Der zieht durch. Der zieht durch und der lässt sich auch nicht von solchen komischen Sachen wie von Nina Christine verunsichern. Irgendwie. Und er hat da irgendwie seine Position gefunden. Er sieht sich da als Schäfer, sind seine kleinen Schäfchen, alles toll. Der macht da auf jeden Fall komplett sein Ding. Voll gut. Wenn man das auch so im Vergleich sieht, so hier Fürst Heinz, Heinz Fürst. Ja, genau so meine ich. So, Stunde der Wahrheit. Nacht der Wahrheit. Nacht der Wahrheit. Man wusste schon, dass irgendwas... dass am Ende uns noch was erwartet. Ja. Und da, deswegen haben sie meiner Meinung nach auch die Entscheidung nun relativ kurz gehalten. War ja ein schnelles Geschehen. Zum Glück. Eigentlich, wie ich es erwartet wirklich, hätte. Ich freue mich darüber. Hab gar kein Problem damit. Die Twins raus, die hatten ihren Auftritt. Ja. Das ist okay. Die sind aber auch irgendwie durchgespielt gewesen. Ne? Und Nina Christine ist seit 3 Wochen durchgespielt. Können wir jetzt auch endlich mal Tschüss sagen. Und ich hoffe, die geht einfach am Schild mehr seine Zeit ganz, ganz anders vorbei. Ich hoffe, dass diese Mehrsendezeit am Ende jetzt wirklich ein Wiedersehen oder sowas symbolisieren soll. Die kommentieren so viel. Ja, aber wenn mittlerweile... Wenn das jetzt wirklich nur so ein kleiner Moment ist, wo die kommen,
Dann aber mittlerweile, es können doch nicht mehr alle wieder reinkommen. Oder kommen die alle am Ende in der letzten Folge nochmal für eine große Party oder eine große Aussprache? In den Kommentaren ging es auch schon darum, ob dann die, die ausgeschieden sind, am in Ende der letzten den Gewinner Folge wählen. Kommen und den Gewinner wählen. Ach du meine Güte. Es ist alles offen. Alles möglich, aber jetzt. Und krass auch, dass da gar nichts angekündigt wird. Das finde ich irgendwie so, weil man hat jetzt eine Erwartungshaltung, die können sie gar nicht erfüllen. Ja, stimmt. Jetzt wurde schon zu viel angeteasert. So teasert doch ein bisschen mehr. Gib doch mal einen Fakt. Ja. Ja, du hast recht. So. Und dann am Ende kommt sie jetzt endlich, iPad Iris, in echt. Unfassbar. Und ich finde es eigentlich mal wieder unfair. Das habe ich immer an einem bestimmten Punkt bei Kampf der Reality Stars, dass es unfair ist. Die letzten Staffeln war es immer, dass ich das irgendwie kurz vorm Finale noch wer einzieht und auch die Chance auf den Sieg hat, obwohl er nicht da ist. Und jetzt ist halt Iris da und die konnte ja die letzten Folgen nicht rausgewählt werden. Ja. 20 Tage Verspätung. Seit 20 Tagen sind die Leute dort schon. Da hätte so viel passieren können. Ja. Die hätte wahrscheinlich jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo sie einzieht, hätte sie schon wieder auf ihrer Couch sitzen können, weil die Leute sie rausgeworfen haben. Ja, und wir haben die Konfro, wenn sie eher reingekommen wäre, Jan hatte am Anfang noch seine Schäfchen zusammen. Der hätte dafür gesorgt, dass sie rausgewählt da worden wäre. Und die beiden, Und ich brauche in dieser Konstellation auch überhaupt gar keine Iris Klein jetzt mehr. Ich muss aber sagen, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Weil irgendjemand hatte uns schon mal gesagt, oder war ein Teaser, den wir selber gesehen haben, dass sie das wohl manche Szenen bereut, wie sie sich dort verhalten hat. Das ist eine Krawallnudel. Iris ist eine Krawallnudel, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Die Vorschau, direkt nicht stattgefunden. Ich dachte so, hallo, ich dachte, ich kann jetzt hier schon ein bisschen mal reingucken, wo jetzt Paco seine Fingerchen hat. Vielleicht hätten sie damit schon irgendwas gespoilert. Obwohl, nee, eigentlich Iris, in jeder Szene macht die übel Stress, dass sie so war wie, wir haben gar nichts für die Vorschau. Ja, ja, oder dass sie doch vielleicht jetzt nochmal wen reinholen und dass jetzt Leute, die schon rausgeflogen sind, in jeder Szene mit aufgetaucht sind, dass sie es deswegen nicht zeigen konnten oder so. Ich sehe nie durch, auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie Iris sich schlägt nächste Woche, wie das mit Paco und Jelis weitergeht, ob jetzt hier nächste Woche schon im Pool waren sie diese Woche schon. Ob es schon einen Kussi gibt. Waren sie schon? Nee, das war noch nicht. Aber sie waren schon mal gegenüber. Nächste Woche ist wahrscheinlich soweit. Juhu, Lena bangt schon. Ich finde das aber auch gar nicht, also ich erwarte da jetzt nicht so viel, muss nicht ich sagen. Einfach nicht nur, so viel, ich will einfach ist. Nur, dass Paco öfter gezeigt wird. So, ja, auch wenn es mir in meinem kleinen Herzen ein bisschen wehtun wird. Und wir freuen uns alle nächste Woche auf Pacos Sendezeit zusammen mit Jelis oder ohne. Wir freuen uns auf Iris mehr oder weniger und sind gespannt, ob endlich mal aufgelöst wird, was diese mehr Sendezeit bedeutet. So, damit ist es jetzt hier an dieser Stelle beendet. Mit Folge 6. Jawohl. Seid so, wie ihr bleibt. Na Leute, wie sieht's aus? Habt ihr uns eigentlich schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, mal in diesem Bereich bitte abonnieren. Und hier auf der Seite gibt's noch Videos, die unser Kameramann zusammen... Und auf dieser Seite gibt's noch zwei andere... Das muss im Ganzen passieren, oder? Mach weiter. Na Leute, wie sieht's aus? Habt ihr euch... Es wird nichts.